Davidere, Leute, ich bin einmal wieder am Start. Heute einmal mit einem nicht so lustigen Thema. Jetzt haben wir am 12. Juli und ich bin jetzt gerade da in den Wald gegangen. Mal, das war ich eigentlich alle zwei Wochen mache oder eigentlich schon eher jede Woche im Sommer und habe nach Käfer geschaut. Und jetzt haben wir da eben ein Exemplar gefunden, der war schon total hinüber ist. Da sieht man oben an der Krone schon lange nichts mehr dran. Was heißt schon lange nichts mehr? Vor zwei Wochen habe ich da noch nichts gesehen. Wahrscheinlich hätte man oben bei der Rinden gesehen, dass es schon runter geht, aber die Krone war noch nicht recht braun oder was. Und jetzt ist es eben soweit, dass der und die Oma Doma auch befallen sind vom Backenkäfer eben. Und ja, das ist halt, mei, wie jetzt ja, das ist jetzt nicht ganz so tragisch. Was heißt nicht ganz so tragisch jetzt? Mei. Das Gute ist, dass der Preis immer noch relativ gut ist. Also fürs frische Holz so ungefähr 105, 110 Euro für einen Festmeter BC-Qualität. Und für den Käfer wird es dann wahrscheinlich so Richtung 90 immer noch auslaufen. Aber mei, das ist jetzt. Das hätte sowieso weggemessen, sagen wir. Zur Orientierung, da oben haben wir letztes Jahr oder den Winter weggeschnitten. Da oben haben wir gepflanzt und normal war die Reihe so ungefähr so 50 Meter dann eh weggekommen. Mei, trotzdem da ist lieber im Winter machen und dann ist frisches Holz verkaufen. Und mei. Ja, wie schaut es da im Detail aus? Also von dem ist halt das ganz klar ausgegangen. Da sieht man auch schon, dass es drinnen runter geht, bei denen da hinten, also da ist es auch schon wahrscheinlich ausgeflogen. Jetzt ist immer die Frage, wie viel das man noch drumherum wegnimmt, wo er überall drin ist. Also man sieht da ganz klar bei denen da. Wenn man es auf die Kamera sieht, da sieht man ganz klar Harztropfen und da auch das Bohrmehl von den Backenkäfer. Also die müssen hundertprozentig aussehen und auch die Reiter 4 einfach alle weg. Normal sagt man immer die Baumlänge von den befallenen Bäumen weg. Das ist halt schon ein bisschen krass, weil das war dann der ganze Buckel da. Aber ich sage einmal, die Oma stehen auf alle Fälle. Das ist jetzt auch die Frage. Ich werde morgen in der Früh gleich mit dem Förster telefonieren von unserer Waldbauernvereinigung, ob der zeitnah einen Harvester bei uns in der Nähe hat. Weil das ist halt schon ein bisschen viel zum Auszuarbeiten, ich schätze jetzt mal. Ja, bis dahin müssen wir weigen. Da führe und da auch noch. Ja, mindestens die Randbäume mal weg da. Das werden ungefähr um die 20 Bäume sein. Schätze mal so. Ja, 30 Festmeter ungefähr. Wird so hinkommen. Und mei, das ist halt jetzt auch schon geht zum Auszuarbeiten, aber jetzt halt nächste Woche an die 40 Grad gekriegt. Oder die Woche auch noch. Das macht halt da nicht so viel Spaß. Deshalb fragen wir da mal nach. Und mei, das kostet jetzt auch nicht die Welt. Ja, im Sommer tue ich auch lieber was anderes wie bei 40 Grad da die Baum auszuschneiden. Ja, das Gute, was man da jetzt sieht, da ist überall schon ein schöner Unterwuchs drin. Ist halt alles leider Fichte, weil was anderes, was heißt denn, herkommen. Vorne stehen ein paar Lehren drin und ganz vereinzelt mit Wachen. Aber halt, da jetzt leider nur Fichte bis ganz vier. Ja, da bin ich mir auch noch fraglich, was ich mache, ob ich die stehen lassen soll, zumindest ein bisschen eine Mischung einpflanzen oder selber. Den sandigen Buckel da, also das ist wirklich, da geht es ganz schön steil runter, also ich kann im Winter nicht fahren, wieder auf und runter. Ich weiß nicht, ob das Video jetzt so wieder rüberkommt, aber das ist halt alles Sand, mehr oder weniger ein bisschen Lehm. Und das ist halt alles andere als optimal für die Fichte. Deshalb schauen wir jetzt, dass wir den ganzen Buckel in den nächsten 3-4 Jahren wegrammen. Und dann ist das eh nicht so schlimm, wenn jetzt da schon mal angefangen wird. Genau, mei, sonst schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich glaube, am Borkenkäfer an sich, die Fräsgänge, die haben schon oft genug irgendwie Videos gezeigt worden. Also die mag ich jetzt nicht extra ausgreifen. Dass sie drin sind, wissen wir. Ich mag es eigentlich gar nicht sehen. Es kommt bloß noch drauf an, ob eben der Harvester Zeit hat für uns oder ob wir es selber auszuschneiden müssen. Aber das wäre eine zahle Geschichte. Also da werden wir bestimmt. Naja, mei, ich muss arbeiten. Also einfach bestimmt jeden Nachmittag und Wochenende, wenn wir da drauf hocken. Die nächste Frage ist, wo man es halt hin normal sagst. Das heißt, Käferholz mindestens 500 Meter weg vom anderen Holz lagern, weil sonst fliegt er wieder aus und wieder im anderen Bestand rein. Und mei, uns, wir können eigentlich bloß da unten lagern, das ist gleich, weiß ich, 100 Meter daneben. Oder wir fahren es zu uns auf, aber mit unserem Kipper, das habe ich in einem letztjährigen Video schon gesehen. Das geht vielleicht einmal mit 10 Festmeter oder 20, aber ich mag jetzt da nicht
jetzt eben mit dem Körper auf und abfahren. Dann müssen wir auch einen Rückgewand kommen lassen, wenn dann. Oder man macht so und legt es da unten hier, wenn man weiß, dass das dann recht zeitnah abgefahren wird. Ich glaube, aktuell schaut es nicht schlecht aus. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie es bei euch ausschaut, ob ihr auch einen Käfer gehabt habt und ob es zügig, dass es weggefahren worden ist. Also ich glaube, aktuell schaut es da gar nicht so schlecht aus. Ja, mehr gibt es jetzt so aktuell nicht zum Song. Ich rufe ihn morgen in der kleinen Förster und dann schauen wir, wie es weitergeht. Das wird so voll im Pfeli mitgegangen. Gut, dann bis zum nächsten Mal. So, aber Leri, eine Woche später haben wir jetzt. Und wie man sieht, Ratze, Putze, weg, alles. Also da war halt das Käferloch, wo ich euch vorher gezeigt habe. Das ganze Stück geht jetzt weg. Da war der Harvester gestern da, also jetzt ist es eine Woche später wie beim letzten, bei der letzten Aufnahme. Und das ist jetzt alles rausgenommen. Und das Gute ist, meine steht noch alles da vom Jungstand. Das ist halt echt der Vorteil vom Harvester. Der muss dann reinfahren, dann nimmt das einfach weg da und hebt es raus. Das passt. Dann schauen wir mal da vorne. Da ist doch einiges geworden. Es ist eigentlich mehrer gemeint, wenn man. Das ist mehrere geworden, wie wir eigentlich gesagt haben. Da vorne, wenn man schaut, da waren jetzt nicht mehr viele Bäume, das war also ein ganzer einzelner Bestand, aber das haben wir jetzt auch alles weg da. Ja, ist doch mehrere geworden, wie wir gesagt haben, aber naja, hilft ja nichts, wenn er schon mal da ist. Kann man es auch machen. Und so schaut das jetzt aus. Also, da war es bis jetzt nur der Harvest, der Lorda ohne Rücker. So schaut es aus entsprechend. Ein Haufen zusammengeschmissen. 5 Meter und 4 Meter und ein bisschen Industrieholz. Und ja, genau, das ist ein bisschen Blätter, ist reingefahren. Da war eigentlich schon was abgepflanzt. Ja, ich weiß, jetzt hätten wir vorher sagen müssen, ich dachte, dass es sieht. Und in da so Baumstingen, das ist halt schade, um sowas weißt. Da hast du halt schon ein paar Mal ausgeschnitten alles. So eine schöne Lerche. Bisschen schade, aber mein, hilft jetzt auch nichts. Genau, sonst, was gibt es noch zum sagen? Ich weiß nicht. Also der Ablauf war jetzt eigentlich ganz einfach. Ich habe den Tag, wo ich es gefunden habe, bin ich einen Förster angerufen. Dann ist der Förster am nächsten Tag gekommen und hat sich das Ganze mit meinem Papa geschaut, erst einmal. Und dann ist er ein paar Tage noch mal gekommen mit dem Unternehmer. Und dann haben sie das alles durchgesprochen. Und da sieht man den ganzen. Ja, ist doch schon einiges geworden. Also, habe ich eigentlich nicht erst schon gemeint. Ich weiß, dass der Papp gesagt hat, dass er mehrere weggeschnitten sind. Eigentlich denke ich mal, dass wir da so ums Käferloch halt weg alles wegschneiden. Das da war ich nicht so geplant von mir, sage ich mal. Aber mei, kann man jetzt auch nichts machen. Sag mal, der Holzpreis ist nach wie vor gut. Jetzt weiß ich nicht, was im Winter ist, ob er dann in die Arbeit geht. Und dann ist es eh nicht so schlimm, wenn wir es jetzt rausschneiden, sage ich mal. Ansonsten, ja, das kommt jetzt dann, da kommt jetzt dann der Rückgewand. Den nächsten Tag, hoffe ich mal. Dann richten wir es unten auf. Und dann werden es hoffentlich zeitnah geholt, dass da der Käfer nämlich nicht mehr ausfliegt. Also, das da, das muss jetzt der 6, das ist nicht alles Käfer jetzt. Ja, im Gegenteil, eigentlich. Nur das da vorne, der Haufen da vorne und da unten ein bisschen was. Der Rest, das ist eigentlich ein gutes Holz, also frisches Holz. Ich schätze mal, dass ein Drittel Käferholz ist und die anderen zwei Drittel sind frisches Holz. Also das bringen wir dann ein gutes Holz, nicht dass ich meine, dass wir so ein Käferloch drin gehabt haben, das ist nämlich nicht. Genau. So schaut es aus. Also, ein Loch auszuschneiden war halt das brutal gewesen. Auch wenn wir uns bloß auf das eine Loch da vorne beschränkt hätten. Was man jetzt da sieht, ein Loch der Haufen und da unten, wo es noch liegt, da war ich schon ein paar Tage drauf gesessen. Und das Rücken dann alles nochmal lassen. Genau, so schaut es aus. Da werden wir jetzt halt im Herbst dann wieder abpflanzen. Dafür das Stück. Das ist halt das Gute jetzt. Auch im Herbst nicht mehr so viel zum da, weil das war ich. Im Plan gewesen, dass wir das Stück im Herbst auszuschneiden, also selber, muttermanuell. Und das fällt jetzt weg, die Arbeit, dann können wir uns da schön Zeit nehmen zum Abpflanzen. Dann, dass das wieder was wert. Genau.
Ja, das war's auch erstmal wieder. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Habe ich dir.